Andrea Perni, Tag 35. Es geht ziemlich schnell jetzt auf die Verpuppung zu. Ich warte eigentlich täglich darauf, dass die ersten Raupen beginnen, sich einzuspinnen in den Seidenkokon mit der begehrten Tussa-Seide. Jetzt wollen wir mal schauen, was die Tiere hier machen. Die haben jetzt also schon eine richtig schöne Größe entwickelt. Hier sieht man eine mit diesem wirklich erstaunlichen, leuchtenden Neongrün, fast wie eine Lampe leuchten diese Tiere. Extrem viel heller als die etwas dunkleren Blätter der Eiche. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass die fast so ein bisschen UV-sensible Stoffe in sich haben, die dann so leuchten. Mal schauen, da ist noch eine, die noch recht viel noch größer ist hier. Das ist also schon eine richtige, schauen Sie mal, die Größe meiner Hand hier. Und diese Raupe von Anthera perni, wirklich ein ganz kräftiges, großes Tier hier. Länge, wir wollen mal schauen, wie lang das die jetzt unterdessen geworden sind. Also die hier hat eine Länge von jetzt 7 cm. Wirklich ein prächtiges, großes Tier. Ich will mal schauen, ob alle noch da sind. Ich glaube zwar schon, die sind da an diesen frischen oder an den frischeren von diesen Eichenessen dran. Ich habe mir jetzt zum Suchen der großen Eichenäste weit oben in den Bäumen so eine Verlängerungsstange gekauft für meine Baumschere. Und damit habe ich jetzt die schönen grünen Äste von ganz hoch oben in den Eichen auch in meiner Reichweite. Das heißt, ich kann wirklich jetzt die ganz schönen grünen Äste von weit oben für meine Raupen suchen. Hier sind die, die sind also alle da und friedlich am Fressen und eigentlich alle ein bisschen am ähnlichen Ort, nämlich an den frischesten von diesen Eichenästen. Jetzt haben wir 5, eine fehlt noch. Mal schauen, ob wir die auch noch finden irgendwo. Also es waren ja ursprünglich jetzt 6 da drin. Die Pellets sind unterdessen auch groß geworden, die Kotpellets. Die sehen fast selber schon ein bisschen aus wie kleine Nüsschen. Werden dort jetzt mal schauen, wo die Nummer 6 geblieben ist. Da ist ja noch so ein relativ frischer Ast. Ah, da oben ist die Nummer 6. Ja, das ist auch ein recht großes Ding. So, das heißt, wir haben eigentlich alle Raupen noch. Und was wir jetzt machen müssen, ist einfach nochmals Blätter nachzugeben. Ich habe da welche eben von weit oben in der Krone fast einer Eiche geholt. Und die sehen dann auch noch relativ gut aus im Vergleich zu denen unten in der Nähe des Bodens. Die sind zum Teil recht staubig geworden dieses Jahr und nicht mehr so frisch, dass das reichen würde für diese Anthera perni. Ja, das ist also wichtig, das prächtigste all dieser Tiere hier, diese Größe ist also wirklich erstaunlich. Anthera perni. Also seit 3000 Jahren ja in Zucht, diese Tiere. Und das ist ja erstaunlich, man überlegt das eigentlich viel zu wenig, dass diese Tiere eigentlich reine Nutztiere sind. Und zwar noch viel mehr Nutztiere sind als beispielsweise Honigbienen, weil Honigbienen können auch wild noch vorkommen. Anthera perni kann nur noch vorkommen in der Zucht des Menschen. Es ist eine komplett domestizierte Art seit Tausenden von Jahren. Ursprünglich kam die Art so von Indien, Burma, wenn man das auf dem Plan hier sah, das ist ja Indien hier, von Indien, Burma, Laos, Thailand bis nach Nepal da oben vor. Und die Zuchtform wurde dann entwickelt hier in der Nähe der Bohai-Bucht in China. Gezüchtet wurde sie wahrscheinlich aus der Art Anthera Raleigh. Und man hat natürlich dann die Zucht in ein Gebiet verlegt,
wo Antarea Roalei nicht wild auch vorkommt, sonst hätte es immer wieder so Inbreeding-Situationen gegeben, die dann wieder sozusagen einen Rückfall in eine Vorstufe der Zucht bewirkt hätte. Und da hat man dann Jahrhunderte, ja eben Jahrtausende lang Antarea Perni gezüchtet, und zwar so, dass die Art eine große Seidenproduktion hat mit ganz langen Seidenfäden, manchmal bis über 1000 Meter und sicher 3 bis 4 Mal länger auf jeden Fall als die Stammart Antarea Roalei. Da sieht man auch daran, dass natürlich die Auswahl dann dieser Zuchttiere dazu geführt hat, dass man das Schwergewicht auf die Seidenproduktion gelegt hat. Die Tiere wurden da aber auch immer gegessen, und zwar in Form der Puppen innerhalb der Seidenkokons. Die verharren jetzt da ganz ruhig und die fühlen sich ganz sicher so, weil die wissen, wie gut die getarnt sind. Und was jetzt noch kommt, ist nochmals neue Äste da hineingeben. Nochmals einmal, wahrscheinlich jetzt nochmals diesen ganzen das ganze Aerarium reinigen von den großen Pellets, Kotpellets. Ganz staubtrocken sind die jetzt geworden, die da rumliegen, und dann geht's dann wahrscheinlich so in einer Woche dann Richtung Verpuppung. Danke fürs Zuschauen, bleiben Sie dran und schreiben Sie oder abonnieren Sie diesen Kanal, dann hören Sie immer mal was Neues geschieht. Danke fürs Zuschauen.